Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wegehoff, ich bin der Medihost. Heute geht es um Erste Hilfe und wir sind Stop the Bleed zertifiziert. Stop the Bleed ist ein Programm, was eigentlich aus Amerika kommt und dabei geht es um, wie stark blutende Wunden gestoppt werden, Anwendung von Tourniquet, Anwendung von Traumabandage, Anwendung von komprimierter Gaze. In Amerika reitet man ziemlich auf Quiclot und auf Celox rum, also Gaze mit einem Hämostyptikum. Was das war, was das ist, was das sein wird und das What Shall We Do with the Krankenpfleger und Vergleichbarkeit mit Deutschland. Intro, Erklärbär, Attacke. Showtime, folks. Also, was ist ein Hämostyptikum? Ein Hämostyptikum ist im Grunde ein Medikament, was die Blutgerinnung bei stark blutenden Wunden beschleunigt. Vereinfacht ausgedrückt, was da passiert ist, dass, wenn man so will, dem Blut der Wasseranteil entzogen wird. Und die Grundidee dahinter ist gar nicht so richtig blöd und in militärischen und teilweise auch in Polizeivollzug und so weiter und so fort hat das Ganze weite Verbreitung. Und da hat es sicherlich auch irgendwo seinen tieferen Sinn. Aber, großes Aber, bei diesem Hämostyptikum, wenn es nicht richtig angewendet wird, ganz egal ob Quick-Clot, Celox, Gase, Pulver, was auch immer, kann es durchaus zu tödlichen Komplikationen kommen. Warum? Dieses Hämostyptikum, das ist im Grunde ein Medikament, damit geht es hier in Deutschland schon mal los. In dem Moment, wo du in irgendjemanden, außer in dir selbst, ein Medikament einbringst, kannst du davon ausgehen, zum einen, wenn es rauskommt, zum anderen, wenn es in die Hose geht und rauskommt, dann ist nicht nur Polen offen. So, was macht das Hämostyptikum, wenn es eingeschwemmt wird? Schlaganfälle, Herzinfarkte, Lungenembolien und andere Gefäßverschlüsse, die dauerhaft mit dem menschlichen Leben nun mal nicht zu vereinbaren sind. Vier Fälle aus Anfangszeiten von dem Zeug sind mir bekannt. In allen vier Fällen hat es intensive Gespräche mit Staatsanwalt, mit Gerichtsmedizin, beziehungsweise ja doch dann Schulz endlich erst mit unserem Pathologen und dann irgendwann mit der Gerichtsmedizin gegeben. Und hat Schulz endlich dazu geführt, dass der ein oder andere Medizinmann in hoch studiert und lang unterrichtet und ausgebildet sein Patent verloren hat. Denn die Nummer ist nicht ganz so einfach. Letzten Endes hat sich herausgestellt, und wie gesagt, wenn sowas in die Hose geht, hat man hinterher alle Zeit der Welt rauszufinden, was es war, was es ist, was es sein wird. Und dabei hat sich herausgestellt, dass die Blutung mit irgendwas wie komprimierter Gase oder irgendwas Vergleichbarem durchaus zum Stehen gebracht werden hätte können. Ja, hätte Fahrradkette, macht den Patienten nicht wieder lebend und hat den ganz blöden Beigeschmack, dass es von solchen Patienten auch Hinterbliebene gibt. Und wie gesagt, das hat also einen riesen Bohai, einen riesen Ärger nach sich gezogen. Weiter kann und werde ich mich dazu aber nicht äußern. Das ist, wie gesagt, eine Gerichtsverhandlung und nicht nur eine gewesen. Da ging es richtig zur Sache. Das ist auch nicht mit, ach, er hätte mir nur helfen wollen. Und somit schützt dich auch kein Studium oder so davor, dass du da richtig einen auf die 12 kriegst. Und wie ich finde, zu Recht. Weil sich mit dem Material einfach mal die Taschen vollstopfen, ohne dass man daran wirklich ausgebildet ist oder zumindest irgendwo mal versucht hat. Nein, geht gar nicht. Wirklich nicht. Das ist also einer so der kriegsentscheidenden Unterschiede zwischen dem, was da in Amerika praktiziert und publiziert wird und dem, was wir beklatschen und besingen. Und das machen wir ja inzwischen seit über 6,5 Jahren. Und seit über 6,5 Jahren werde ich zu diesem Thema auch überhaupt nicht müde.
ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele hunderte Leute wir inzwischen genau in diesem Thema ausgebildet haben. Sämtliche unserer Kurse, die wir anbieten, gerade die Präsenzkurse, basieren zum einen auf einer qualifizierten Herz-Lungen-Wiederbelebung in Tateinheit in Kombination mit Anwendung vom automatisierten externen Defibrillator und halt dem Stoppen kritischer, wirklich kritischer Blutung. Es geht dabei um das Erkennen von solchen Blutungen, es geht dabei um das richtige Anwenden von dem richtigen Material in der richtigen Situation. Automatisierter externer Defibrillator ist dann dieses Möbel. Wir hatten es schon ein paar Mal. Ne? Ja, ich habe einen eigenen. Warum? Weil ich es kann. Denn wenn ich das schon publiziere und praktiziere und ausbilde und sowas alles, dann wäre ich ziemlich bescheuert, wenn ich nicht selber einen hätte, der auch logischerweise öffentlich zum Einsatz kommen kann. Entweder hier auf dem Hof oder hier in meinem ehrenwerten Dörfli oder wenn wir unterwegs sind, wenn wir irgendwo Sanitätsdienste machen, die machen wir meistens irgendwie mit Kooperationspartnern. Unser Kooperationspartner für Sanitätsdienste ist Med247. Da habe ich mich auch schon ein paar Mal drüber ausgelassen. Ich glaube, ich werde Michael irgendwann demnächst auch mal vor die Kamera zerren. Irgendwann ist er fällig. Das war also so ein kurzer Ausflug, nur so ein kurzer Abriss, was so in der letzten Zeit passiert ist. Ab 1.3. haben wir mit Coyote Outdoor ein Gelände in Baden-Württemberg. Dazu werden wir uns demnächst auch mal auskaspern und auch auskaspern müssen, wie ich finde. Und es wird spannend. Es wird echt spannend. Es sind Traumabandagen wieder auf dem Weg zu mir. Diesmal hat das mit den Traumabandagen aus Israel echt einen Moment gedauert, quasi aus gegebenem Anlasser. Aber ich bin guter Dinge. Also die letzte Info, die ich habe, ist, dass die um und beim 15.2. tatsächlich hier aufschlagen sollen. Auf Holz klopfen. Also mal gucken. Wir werden sehen. Wir werden abtrinken und Tee warten. Ganz aggressiv. Kenings, mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.